Hola, hola, terrícolas. Bienvenidos. Asegúrense de traer un bocadillo, tomar un buen asiento y ponerse cómodos porque esto empieza ya. Bienvenidos a esta nueva sesión de estudio del idioma alemán con la aplicación Duolingo. Como es costumbre ya para nosotros ahora, esta noche vamos a buscar completar dos metas. Nuestras dos metas diarias. La primera consiste en mantener la racha, es decir, desde que completemos una sola lección el día de hoy, estamos bien y eso nos permitirá mantener la racha que ya a hoy va en 17 días. Hoy, después de unos minutos, vamos a estar en 18 días y pues bueno, no sé qué tan larga podamos mantener esta racha. Espero que sea muy larga, o al menos hasta completar el curso completo de alemán. No sé exactamente cuántas lecciones puedan ser, pero la meta es esa: mantener una racha completa hasta el final del curso. Bueno, esa es nuestra primera meta diaria, y la segunda consiste en acumular o completar al menos 50 puntos de experiencia XP, como ven ahí en la pantalla, lo cual nos permite movernos en el tablero de posiciones de las ligas, que es este. Entonces, si se dan cuenta, en este momento estamos en la posición 5 con 411 puntos de experiencia, y cuantos más puntos de experiencia acumulemos, mejor, porque podremos posicionarnos de mejor manera para pasar a la siguiente liga, o para ser promovidos a la siguiente liga cada semana o cada fin de semana. Ahora vamos en la mitad del, por decirlo así, campeonato, en la liga media, la de oro, y nos quedan dos ligas por encima. Así que bueno, todavía hay mucho por aprender y por hacer. Habiendo dicho eso, recordemos rápidamente lo que hemos hecho hasta ahora, iniciando estas sesiones de transmisión, o más bien estas transmisiones de estudio. Mejor dicho, logramos poner estas lecciones en ese color morado o violeta que básicamente significa que tienen una corona legendaria, o que nos han otorgado una corona legendaria. Sin embargo, como se pueden dar cuenta, hoy ya hay una que está fragmentada. Significa que requiere algo de repaso. Los siguientes niveles, o más bien las siguientes lecciones, están en quinto nivel o con coronas de oro doradas, lo cual es casi lo máximo que se puede hacer. Luego, las lecciones de la unidad 2, como pueden ver, también están en el nivel 5 con coronas de oro. Y los últimos días, bueno, básicamente esta semana, hemos estado estudiando la unidad 3. Pronombres posesivos, pronombres nominativos, algo de negativos y frases o estructuras negativas para el alemán, algo de adverbios, lugares, cosas y personas, básicamente. Hay mucho más por aprender, pero como se dieron cuenta, tenemos una corona legendaria fragmentada, y ya que no quiero que esta baje de categoría o de nivel, hoy vamos a empezar con esta. Vamos a restaurarla a su gloria original. Así que sin más preámbulos, empecemos con el alemán. Quiero verificar un momento que tengamos buen volumen. Está como muy suave. Sigue suave, pero ya le subí todo. Vamos a revisar rápidamente los volúmenes acá. A ver. Está bien. Ahí está bien. Sí, están en los mismos niveles, pero bueno. Hagamos una cosa, voy a quitar la música. Quizá eso nos ayude a escuchar un poco mejor.
los sonidos que vienen de la aplicación. Así que muchas gracias a Hola Beats por la música, pero ahora necesitamos alemán. Ahora sí. How do you say how are you? So, auf Deutsch sagen wir wie geht's? Wie geht's? Wie später significa hasta más tarde y hallo significa hola. Bis später. Hallo. Wie geht's? Wie geht's? That's correct. Next. Danke, auf Wiedersehen. Translate this sentence. Danke, auf Wiedersehen. Esa es nuestra forma de despedirnos, así que thanks and goodbye. Aunque literalmente significa hasta que nos volvamos a ver. Auf Wiedersehen. Pero vamos a, creo que acá lo traducen como goodbye. Wiedersehen. Check. And that's correct. Next. How do you say see you soon? Das bis später. Bis später. También está danke. Danke. Und bis bald. Bis bald. Ambas bis später und bis bald sirven, aunque creo que en dúo this one bis bald is the right one. Mm-hmm. Great. Guten Morgen, wie geht's? Next, translate this sentence. Guten Morgen, wie geht's? That's good morning. How are you? Guten Morgen. Wie geht's? Excellent. Let's continue. How do you say I'm fine? Mir geht's gut. Ja oder leider? Mir geht's gut. Mir geht's gut. I know why I'm listening so... How do you say quiet? The... app sound because I had not turned on the volume in my headphones. Should be better now. Let's continue. Keine Ahnung. Mm-hmm. That's better. Next, translate this sentence. Keine Ahnung. Keine Ahnung. That means I have no idea. Keine Ahnung. That's excellent. Next. Translate this sentence. Good morning, Duo. Auf Deutsch sagen wir Good Guten morning, Morgen, Duo. Duo. Good job. Next. Mir geht's gut. Translate the sentence. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Eso significa... I am doing well. Mir geht's gut. Literalmente como voy bien. Amazing. Very good. Next, translate this sentence. See you soon. That's bis bald. Great. Danke, guten Tag. Next, tap what you hear. Danke, guten Tag. Danke, guten Tag. And check. That's correct. Next. Next. Translate this sentence. We have thanks. You are welcome. Auf Deutsch sagen wir danke. Gern geschehen. Mm-hmm. Gern geschehen. That's how you say you're welcome. Gern geschehen. Nice job. Alles klar. Next, tap what you hear. Alles klar. Alles klar. So that is alles klar. Klar. Alles klar. Klar. All right. Gern geschehen.
Next, speak this sentence. Gern geschehen. Gern geschehen. Very good. Ja, alles klar. Next, tap what you hear. Ja, alles klar. Ja, alles klar. Ja, alle klar. Very good. Next, wie geht's? Speak this sentence. Wie geht's? Wie geht's? How are you? Very guten good. Guten Morgen. Next, tap what you hear. Guten Morgen. Guten Morgen. So, auf Deutsch schreiben wir guten Morgen. Very good. Entschuldigung, keine Ahnung. Next, speak this sentence. Entschuldigung, keine Ahnung. Entschuldigung, keine Ahnung. Very good. Guten Morgen, Duo. Next, type what you hear. Guten Morgen, Duo. Guten Morgen, Duo. So, let's schreiben wir schreiben wir es. Guten Morgen, Duo. So, guten Morgen, Duo. Guten Morgen, Duo. Let's check. That's correct. Next, translate this sentence. Thanks, hello. Das ist danke. Hallo. Very good. Oder guten Tag, that would be another valid solution. Next, translate this sentence. Goodbye. Type in German. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. What's wrong? Wiedersehen. Oh, the capital W. Auf Wiedersehen. And that's amazing. Very good job, guys. That makes our first practice complete. 10 XPs and our first daily goal achieved. We are now at 18 days streak. Thank you, Duo. And look, it no longer looks shattered, which is just great. Now let's go back to the Unit 3. We have these two lessons at level 2, negatives also at level 2, adverbs at level 1, as well as places 1 and house 1 and accusative pronouns and both conjunctions and people 1. So let's try to do this in order. So we'll go next with adverbs. Let's review very quickly our tips. What do you like to do? You can show what you enjoy doing something by adding the word gern. Gern, okay. Gern zu. Schon already. Okay, let's just start the lesson right now. Tap the matching pairs. Nur. Nur. That means only. Stark. Stark. That means hard. Junge. Junge. That means boy. Leise. Leise. That means quiet. Und zusammen. 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 That means together. Very nice. Vielleicht. Next, translate the sentence.
Vielleicht. That means maybe. Very good. Next, tap the matching pairs. Wieder. Wieder. That means again. Junge. Junge. That means boy. Sie. Sie. Sie, it means she. Wir. Wir. That means we. Und lang. Lang. That means long. Excellent. Bin ich dran? Next, translate the sentence. Bin ich dran? And I must admit that that word is new for me. Was ist dran? Dran. My turn. It means like turn. Ich bin ich dran? Is it my turn? Okay. Is it my turn? Bin ich dran? Bin ich dran? Bin ich dran? Great. That's a new word for me, honestly. Next, translate the sentence. We like playing together. So das ist wir. Wir. Era el gern se agrega después del verbo. If I'm not mistaken. So wir spielen gerne zusammen. Wir spielen gern zusammen. I'm not sure about the order, the right order of the words, but trying to make this out of context, we like playing, so das ist, wir spielen gern. But we do it, we like to do it together, so we add the zusammen. Wir spielen zusammen gern. I almost could be sure this it's this way. So let's check. Yeah, very good. I was right. I mean, we were right. Now, continue. Sie sind dran. Next, translate this sentence. Sie sind dran. So it must mean it's her turn. It is there. Okay, sie for plural, not singular. So it is their turn. Sie sind dran. Sie sind, no, ist. Yeah, I need to be more focused. Come on. Sie sind is obviamente plural. Sie sind dran. 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 Great. Next, translate the sentence. He is alone. Er ist alleine. Alleine. Amazing. Die Katze spielt alleine. Next, tap what you hear. Die Katze spielt alleine. Die Katze spielt alleine. Alleine. Very good. Next, translate this sentence. It is not your turn yet. Du bist nicht, porque estamos negando la acción. Du bist nicht dran. Noch. Noch. Du bist nicht dran noch. Noch. However, it could be du bist dran noch nicht. What? Which one is the right one? It's not your turn yet. Du bist noch. Oh, look. The answer is just there. I'm guessing it is a relatively common phrase or a saying for German people. Du bist
Du bist noch nicht dran. Du bist noch. Ah, sorry. Du bist noch nicht dran. Du bist noch nicht dran. Du bist noch nicht dran. Okay, that was easy because there was a lot of help. But ich komme wieder. It's definitely getting harder and harder the more we advance. Next, tap what you hear. Ich komme wieder. Ich komme wieder. Wieder. Excellent. Next. Translate this sentence. Maybe. Das ist vielleicht. Vielleicht. Very good. Next. Sie sind zusammen. Tap what you hear. Sie sind zusammen. Sie sind zusammen. So das ist sie sind zusammen. Zusammen. Very good. Next. Translate this sentence. My dog is sleeping again. Mein Hund schläft wieder. I'm not sure about the order. Mein Hund schläft wieder. Wieder schläft. I'm gonna try like this. It's okay. Mein Hund schläft wieder. Du bist noch nicht dran. Tap what you hear. Du bist noch nicht dran. Du bist noch nicht dran. Du bist noch nicht dran. Very good. Sie ist vielleicht meine Katze. Next, speak this sentence. Sie ist vielleicht meine Katze. Sie ist vielleicht meine Katze. Sie ist vielleicht meine Katze. Next. Wir spielen gerne zusammen. Speak this sentence. Wir spielen gerne zusammen. Wir spielen gerne zusammen. Wir spielen gerne zusammen. Wir spielen gerne zusammen. Very good. Next. Translate this sentence. I am reading alone. So, auf Deutsch sagen wir, schreiben wir. Ich lese alleine. Yeah. Oh no, look, they're both plausible. Alleine oder allein. Ich lese allein. I think it's allein. Yep. Another correct solution is ich lese alleine. But then, what's the difference? Does anybody out there know? Ich lese allein oder ich lese alleine? For now, let's just to continue. Let's keep this perfect. Lesson complete. That makes it to 15 XPs. Very good. Whoa, look. We have achieved the level 7 badge. You completed 150 lessons with no mistakes. Very good. Kudos to us. That sounds interesting. I mean, remember that I am a civil engineer, and this ad actually I find it interesting. I'm gonna take a screenshot
and I'll check it later. Okay, start your master quiz. No, thank you. Not now. And here we go. Up for the second level. Next, let's review the exercises you missed. Translate this sentence. Do we have enough milk? Haben wir genug Milch? Haben wir genug Milch? Is that correct? Oder haben wir Milch genug? Can you believe that I forgot what the answer was? I truly cannot remember. I'm gonna have to guess. Haben wir genug Milch? Haben wir Milch genug? Genug Milch? Milch genug? Which was the rule here? Do we have enough milk? Haben wir genug Milch? Oder haben wir Milch genug? Genug. 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 Haben wir genug Milch? Genug. Genug Milch. Haben wir Milch genug? Haben wir genug Milch? Haben wir genug Milch? Okay, I'm gonna risk one hurt for this exercise because I truly do not remember. Haben wir genug Milch? Haben wir genug Milch? Genug. I'm gonna go with this. Haben wir Milch genug? Arr. And I am mistaken. Sorry guys, let's continue. Ich komme wieder. Next, translate this sentence. Ich komme wieder. So, I am coming back. Ich komme wieder. Ich komme wieder. Ich komme wieder. Wieder. Ich komme wieder. I am coming back. Ich komme wieder. Ja, correct. Er ist noch nicht fertig. Next, speak this sentence. Er ist noch nicht fertig. 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 Come on. What's wrong? One more time. Er ist noch nicht fertig. Do you see this, guys? Er ist noch nicht fertig. Come on. Ah. The problem is not the microphone. Wir essen wieder Brot. Next. Translate this sentence. Wir essen wieder Brot. Wir essen wieder Brot. Yep, correct. Mein Next. Hund schläft wieder. Translate this sentence. Mein Hund schläft wieder. Mein Hund schläft wieder. Mein Hund schläft wieder. Yep, correct. Du bist noch Next. Nicht dran. Translate this sentence. Du bist noch nicht dran. Du bist... yet. Here. It is not your turn yet. It is not yet. No. It is not your turn yet. Du bist noch nicht dran. Great job. Next, translate this sentence. Hot pizza is tasty too. Heiße Pizza.
Ist lecker. Auch. Auch lecker. Auch lecker. Let's remember this. Heiße Pizza ist auch lecker. Heiße Pizza ist auch lecker. Okay, we have 3 hertz. That's not good enough. So, translate the sentence. Duo likes to go swimming. Duo likes to go swimming. Duo. Schwimmen. Gerne. Gern oder gerne? Duo. Okay, I'm here kind of confused. Likes to go. So I have to be give me a moment, guys. I need to check something. Thank you.
So here we are. Here we are back at it again. Where did I left? Okay, so do you like to go? I would say it is duo get gern, but I'm not sure. Likes to go swimming. Duo get gern schwimmen. Duo schwimmen gern get. Duo. Oh no, this one's tricky. Very tricky. So. Let me try to think just for a moment. Duo get gern schwimmen. Du schwimmen gern. To go swimming. Geht. Du geht gern schwimmen. Gerne. Maybe it's gern. Get gern. I'm gonna go with this. I'm not sure if it's correct. I hope it is correct. But let's cross our fingers. Oh. Good. Good. Good job. It was not just good luck. It was a good job of deducing, because again, it says duo likes to go, almost like that is the main verb, to go. So duo geht gern schwimmen is the second part of the phrase, or the secondary verb. Next, translate this sentence. So, hello, I am Anna. Two. Hallo, 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 hallo. Ich bin Anna, auch. Ich bin auch Anna. Ich bin auch. Ich bin, oh. Remember, the other exercise. That's verb und then auch. Ich bin auch Anna, oder ich bin Anna auch. That's tricky. Hallo, ich bin Anna auch. Ich bin auch. Auch. I'm gonna go with this. Hallo, ich bin auch Anna. Yeah. Very well done. Next, translate this sentence. Do we have enough milk? Haben wir. Oh no, I can't remember. Milch genug. Really? Really? The exact same mistake. Genug Milch. Genug Milch. Ay, so silly sometimes. Okay, let's focus. This one is a previous mistake. So, hot pizza is tasty too. Heiße pizza ist. Auch lecker. Yeah, nice. Next. Do we have enough milk? Haben wir genug Milch? Excellent. Thank you. Finally. Okay, 22 XPs. It's not good enough, but it's what it is. You found an XP boost. 15 minutes of double XP. Let's earn another reward. Turn off this volume.
Okay. Let's take a drink of water. Ein bisschen Wasser. 3 seconds. 2, 1. Nur. Correct. Let's continue. And look, we have now at level 2 all these lessons. So let's continue with places 1. And yeah, I might need that heart. So we have to wait around 25 seconds. 23, 22, 21, 22, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. That's an interesting exercise. It's been quite a while without telling the numbers. I mean, for me. So, okay. Tap the matching pairs. Binke. Benke. Binke. It's a new word for me. I'm not sure, but I'm guessing it means benches. However, I do know the other words, so I'm gonna go with that at the very last. So, gut. Gut. That means good. Und. Und. That means and. Stark. Stark. That means hard. Stark. Einfach. Einfach. That means easy. Und effectively. Bänke. Bänke. That means benches. Great job. Der Bahnhof ist alt. Next, translate this sentence. Der Bahnhof ist alt. Bahnhof. Bahnhof, I believe it means train station. Bahnhof. Aha, train station. Der Bahnhof ist alt. Der Bahnhof ist alt. Der Bahnhof ist alt. Very good. Next, tap the matching pairs. So lang. Lang. That means long. Jung. Jung. That means jung. Straßen. 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 That means streets. Genug. Genug. That means enough. Und ich. Ich. That means I. Very good. Die Hotels sind schön. Next, translate the sentence. Die Hotels sind schön. Schön. Die Hotels sind schön. Die Hotels sind schön. Die Hotels sind schön. Die Hotels sind schön. Very nice. Next, tap the matching pairs. Schloss, Schloss, Schloss. That's like quickly. If I'm not mistaken, Schloss, but I'm not sure. So let's go with the other words first. So, süß, süß, süß. That means sweet. Bitte, bitte. That means please. Bitte. Mein, mein. That means my. Heiße, heiße. That means hot. Und Schloss, 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 Schloss. Schloss. Schloss, that means palace. That's a new word for me. Schloss. Interesting. Die Bibliotheken sind alt. Next, translate this sentence. Die Bibliotheken sind alt. Die Bibliotheken sind alt. Very nice. Next, translate this sentence. This is our restaurant. Das ist unser Restaurant. 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 Very good.
Das Restaurant ist nicht gut. Next, tap what you hear. Das Restaurant ist nicht gut. Das Restaurant ist nicht gut. Very good. Next, translate this sentence. The bank is small. Die Bank ist klein. Very good. Diese Schule hat keine Bibliothek. Next, tap what you hear. Diese Schule hat keine Bibliothek. Diese Schule hat keine Bibliothek. So, diese Schule hat keine Bibliothek. Bibliothek. Very good. Next, translate this sentence. The castle. Das Schloss. Die Bank ist klein. Next, tap what you hear. Die Bank ist klein. Die Bank ist klein. Very good. Next, translate this sentence. The train station is old. Der Bahnhof ist alt. Very good. Next, select the missing word. Die Straßen ist lang. No, because it's singular, ist. So it is die Straße ist lang. Very good. Next, translate this sentence. This school does not have a library. Diese Schule hat keine Bibliothek. Very good. Next, translate this sentence. Das Hotel. Very good. Next, translate this sentence. The hotels are beautiful. Auf Deutsch sagen wir, die Hotels sind schön. Schön. So, die Hotels sind schön. Very good. And we made it to the end with all our hearts left. That was perfect. Das ist perfekt. Lesson complete. And we received 30 XPs and 18 gems as our reward. Very good. Let's get another reward. And let's remember some numbers. So 23, 21, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und 0. Very good. Next. We have moved to the fourth position. That's very good. I want to set my status as that duo is okay. Let's continue. And look, places is at half. Let's do these places. Let's take it to the second level tonight, and we'll end the stream right then. Harder lesson, double XP, all volume, and let's go. It's gonna be tough. I'm pretty sure it's gonna be tough. So translate this sentence. Austria is a country. Das Österreich ist ein Land. Very good. Die Brücke ist hoch. Next, translate this sentence. Die Brücke ist hoch. So,
Die Brücke, Brücke, das ist, das ist ein Neuwort für mich. Was ist Brücke? Okay, Bridge. Brücke, Brücke. 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 Die Brücke ist hoch. Die Brücke ist high? No, tall. Is there more appropriate translation? Die Brücke ist hoch. Correct. Next, translate this sentence. The child does not like the room. So, das ist das Kind mag nicht. Okay. Das Zimmer. Das Kind mag nicht das Zimmer. Das Kind mag nicht das Zimmer. Ja. Ich glaube, das ist korrekt. Korrekt. Das Kind mag das Zimmer nicht. Okay, let's learn from it and remember. Das Kind mag das Zimmer nicht. Mag es nicht. Okay. Diese Dörfer sind alt. Next, translate this sentence. Diese Dörfer sind alt. Dörfer. Villages. Totally new word for me. Diese Dörfer sind alt. Diese Dörfer sind alt. Diese Dörfer sind alt. Dörfer. Dörfer. Diese Dörfer sind alt. Good job. Next, translate this sentence. We are not building anything. Wir bauen nichts. Wir bauen nichts. Aha. Wir bauen nichts. Nice job. Das ist unsere Stadt. Next, translate this sentence. Das ist unsere One more time. Das ist unsere Stadt. Das ist unsere Stadt. Das ist unsere Stadt. Okay. I know that phrase. This is our city. Das ist unsere Stadt. Very good. Next, translate this sentence. The bridge is high. Die Brücke. Brücke. Die Brücke ist hoch. Good job. Next, complete the translation. The child does not like the room. Das Kind mag das Zimmer nicht. Very good. Unsere Zimmer sind klein. Next, type what you hear. Unsere Zimmer sind klein. Unsere Zimmer sind klein. Unsere Zimmer sind klein. Very good. You're making it look easy. No, duo. Believe me, it's not that easy. Next, complete the translation. The park. Park. Okay. There. Park. Great job. Ich mag dieses Land. Next, type what you hear. Ich mag dieses Land. Ich mag. Ich mag dieses Land. Das Land? Was ist das? Ich mag dieses Land. Ich mag
Dieses Land. Ah, Land, Land, Country, okay. Ich mag dieses Land. Ich mag dieses Land. Very nice. Next, complete the translation. The city is small. Die Stadt ist klein. London und Hamburg sind Städte. Okay, that's tricky. One more time. London und Hamburg sind Städte. Okay, so. London und Hamburg sind Städten. London und Hamburg sind Städte. Städte. Städte oder Städten? I'm not sure, so let's check briefly my trusty dictionary. Städte. Stadt is the singular and the plural is Städte. Ohne die N. So, Städte. London und Hamburg sind London und Hamburg sind Städte. Very good. Next, complete the translation. We are building a house. Wir bauen. No, with B, not a D. Bauen. Wir bauen ein Haus. Bauen. Wir bauen ein Haus. Very good. Das Dorf. Next. Das Hof. Das Dorf. Das Dorf. Das Dorf. Was ist das? Das Dorf. Would that be Dorf? Let me check my trusty dictionary to know what that word is. Dorf. It's a substantive, neutrum. It means Mittelhochdeutsch. Althochdeutsch, Dorf. Einzelhof. Ursprünglich Balkenbau. So it is some kind of building, if I'm understanding this correctly. It's some kind of building from like middle age or something like that. Let me check this. Oh, village. Village. It's not a building, it's a set of buildings. Look. Balkenbau. That was my the little hint. I was trying to make the word out of. Okay. So that is village. One village, das Dorf. That's correct. Die Parks Very good. Sind schön. Next, type what you hear. Die Parks sind schön. Die Parks sind schön. Die Parks sind schön. Die Parks sind schön. Parks, plural. That's the tricky part of German. When a word ends with an S and the next or the following word
also has an S, but at the beginning, the sound tends to, like, fuse. It almost sounds like one single letter. So I thought, or I understood, the park sind, but it's actually the parks sind schön. Oh, a typo. Thank you, Duo. That's very, very good from you. Let's continue. Translate this sentence. The city is not big enough. Die Stadt ist I would say the Stadt ist nicht. Let's try this. Die Stadt ist nicht groß genug. Die Stadt ist nicht groß genug. Die Stadt ist Die Stadt ist genug groß nicht. I'm really not sure here. Die Stadt ist nicht. Look, big enough is groß genug. So groß genug is okay, but the nicht goes after the ist or after genug. Die Stadt ist groß genug nicht. Oder die Stadt ist nicht groß genug. I think it is like this. Oh, sorry. Die Stadt ist groß genug nicht. And that's wrong. Die Stadt ist nicht groß genug. So silly. The child does not like the room. And this was my first mistake in this lesson. This attempt. So we need to remember what the right answer was. Das Kind. Mag. The child does not like the room. Das Zimmer nicht. Das Kind mag das Zimmer nicht. Am I right? Correct. And again, this one, the city is not big enough, so die Stadt ist nicht groß genug. Die Stadt ist nicht groß genug. Okay, good job, very good job. That's challenge complete. Not good enough to be perfect, and not fast enough to receive the double XP bonus, remember? Too bad, but okay. Look, we move to the third place, which is absolutely great.
And we are almost at the level 2, Crown for Places 1. And here we go. I'm nervous. I'm really nervous. We have only one heart, so there is no room for a mistake. Let's go. Translate this sentence. The child does not like the room. So das Kind mag nicht das. No, sorry. Nicht. Das Kind mag das Zimmer nicht. Great. Next, translate this sentence. The city is not big enough. Die Stadt ist nicht groß genug. Die Stadt ist nicht groß genug. Very good. Try the hardest exercises. Okay, duo. Das Hotel. Next, translate this sentence. Das Hotel. Das Hotel. Good. Das Haus ist hoch. Tap what you hear. Das Haus ist hoch. Das Haus ist hoch. Very good. Die Männer sehen die Bank. Next, translate this sentence. Die Männer sehen die Bank. Die Männer sehen die Bank. Die Männer sehen die Bank. Ja, correct. Mein Haus ist nicht so groß. Next, tap what you hear. Mein Haus ist nicht so groß. Mein Haus ist nicht so groß. Very good. Ist nicht so groß. Continue. Sie sieht die Bank nicht. Next, translate this sentence. Sie sieht die Bank nicht. Sie does not see. Sie sieht die Bank nicht. Sie sieht die Bank nicht. Okay, correct. Okay, focus. Translate this sentence. A school is a building. Eine Schule ist ein Gebäude. Gebäude. Yep, very good. Awesome. Bauen Sie ein Hotel? Next, translate this sentence. Bauen Sie ein Hotel? Bauen Sie, plural. Yeah, are they building a hotel? Bauen Sie ein Hotel? Great. Next, translate this sentence. The city is not big enough. Die Stadt ist nicht groß genug. Good job. Next, translate this sentence. You do not see the market. Ihr seht. Den Markt nicht. Oh God, I'm not sure of this. Ihr seht den Markt nicht. Den Markt nicht. Ihr seht. Du sie seht. Do not, nicht. Ihr seht nicht den Market. Oh, I'm not sure, and it's my final heart. What should I do? Ihr seht den Markt nicht, oder ihr seht nicht den Market. I think how I have
Arrange the words, it's the correct answer, but I am not sure. I know those are the right words, but I'm not sure about the order. Let's do this. Ah, yes! Great job! Lesson complete. Perfect. For me, it's perfect. And look, we have reached the level 2 for this place's one lesson. Thank you, but I'm not gonna use that bonus reward for now, because I'm gonna end the stream just after this advertisement. Oh, the numbers. So 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, 25 gems. That's good. Y así hemos terminado la lección de hoy. Ya son 6 temas o 6 lecciones en nivel 2, lo cual es muy bueno. Así, muy bueno. Algunas en nivel 1 y tenemos 2 lecciones adicionales aún sin empezar. Así que el checkpoint 3 cada vez se acerca más. Por ahora, sin embargo, estamos bien. Revisemos nuestras metas. La de julio está completa. La diaria para hoy está completa. Tenemos 18 días de racha, lo cual es genial. Y estamos bastante bien ubicados en el tablero de posiciones. Tercer lugar. Y tenemos aún unos 2 días, porque generalmente el domingo, como transmito tarde, ya no alcanzan a entrar los puntos para esta semana, sino para la siguiente. Así que nos quedan viernes y sábado para sumar algunos puntos más. Recuerden, serán al menos 100, con lo que nos pondríamos en posición segunda, a menos que los otros jugadores sigan aumentando sus puntajes también. Pero bueno, de momento es genial. Es un muy buen resultado. Creo que está dando muy buenos frutos a estudiar de esta manera. Quiero agradecer a todos los que se han conectado a la transmisión, a quienes vean este video en repetición después, tanto en Twitch como en YouTube, una vez suba el video. Y nada, es todo. Gracias a todos, espero verlos pronto. Mañana será un día muy especial. Así que es todo. Les deseo un buen viaje en este planeta. Adiós.